Ich werd mal König vom geweihten Land. Ui, toll. Ja, und damit wieder mal einen wunderschönen Buongiorno, Ladies und Gentle People, hier aus meinem kleinen Studio. Diese Woche mit einer traurigen Nachricht. Thomas Fritsch ist tot. Der bekannte Schauspieler, Schlagersänger, Entertainer, Synchronsprecher ist im Alter von 77 Jahren am 21. April gestorben. Doch wer war Thomas Fritsch? Thomas Fritsch kam am 16. Januar 1944 als Sohn von Willy Fritsch, dem damaligen großen Schauspieler, in Dresden zur Welt. Er begann schon früh, die Bühnen dieser Welt zu betreten und für sich zu gewinnen. Denn seine erste Rolle hatte er im Schwarz-Weiß-Film »Julia, du bist zauberhaft« im Alter von 17 Jahren. Später dann, in den 70ern, wurde er bekannt durch die große Serie »Drei sind einer zu viel« und in den 80ern mit der Serie »Rivalen der Rennbahn«. Doch die meisten werden ihn kennen aus Synchronsprecherrollen. Wie zum Beispiel Scar aus »König der Löwen«, Jafar aus »Aladdin« oder zum Beispiel auch Diego aus Ice Age. Aber nicht nur Zeichentrickfiguren konnte er synchronisieren. Nein, er sprach zum Beispiel auch Maximus, den Gladiator im gleichnamigen Film und auch weitere Rollen von Russell Crowe oder eben halt auch als Hauptsynchronsprecher des amerikanischen Schauspielers Jeremy Irons. Doch nicht nur Fernsehserien oder Synchrorollen konnte er, nein, er war auch unter anderem im Kino zu sehen, wie zum Beispiel jetzt hier in einer seiner letzten Rollen, Oliver Kalkofes, der Wichser. Dort hatte er den Earl of Cockwood dargestellt. 2006 bekannte sich Thomas Fritsch zu seiner Bisexualität, allerdings hat er sich da auch schon sehr stark zurückgezogen aus dem Showgeschäft. 1990 hat Thomas Fritsch dem Tod schon einmal ins Gesicht gesehen und ihn bekämpft, denn dort wurde bei ihm ein Gehirntumor diagnostiziert. Aber Thomas Fritsch hat weitergemacht. Bis 2019, als bei ihm Demenz diagnostiziert wurde. Thomas Fritsch reiste gerne. Er lebte in München und reiste gerne zur Insel Mykonos. Nun, am 21. April 2021, ist Thomas Fritsch im Seniorenheim um 8 Uhr morgens für immer in Ruhe eingeschlafen. Und daher möchte ich diese Woche die silberne Ananas verleihen, nachträglich an Thomas Fritsch. Und daher möchte ich nun diese Folge nicht wie gewohnt beenden, sondern mit einem Ausschnitt aus einer der für mich größten Synchronrollen, die Thomas Fritsch jemals gespielt hat, als Scar bei König der Löwen. Dein kleines Geheimnis hast du also für dich behalten. Gut. Los, Simba, jetzt kannst du es ihnen endlich beibringen. Sag ihnen, wer. Da war ich zu schnell. Los, Simba, jetzt kannst du es ihnen endlich beibringen. Sag ihnen, wer. Ich will nicht trinken. Ich will nicht trinken.
Was mache ich hier eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Gut, und dann der letzte. Sie halten mich für den König. Sie halten mich für den König.